Namaste und willkommen zu Tune in Frequency mit mir. Mein Name ist Gina Dwan und ja, morgen haben wir den Neumond in dem Zeichen Zwilling, meine ich. Und ja, da erwartet uns wieder einiges Spannendes. Und bevor wir in die Readings gehen für alle einzelnen Zeichen, werde ich so wie traditionell sozusagen ein Reading mit meiner Klangschale machen und ein allgemeines Reading für die Frequenzen, die sich auf das Kollektiv beziehen. Wir atmen zu Anfang erstmal dreimal ein, tief durch die Nase und aus durch den Mund. Du kannst gerne deine Hand auf die Brust legen und die andere auf den Bauch, wenn du magst. Und wir atmen tief ein. Und ein letztes Mal. Okay, dann wollen wir starten. Was ist die Frequenz für das Kollektiv im Monat Mai? Ihr merkt schon, es ist sehr, sehr viel Energie unterwegs, die sehr intensiv ist. Also es liegt gerade sehr, sehr viel in der Luft und dadurch, dass es so viel ist, erscheint es auch recht schwer. Und ja, so dieses Schwere, das ist gar nicht unbedingt negativ. Es ist halt nur sehr, sehr intensiv. Es setzt sich vieles in die Tiefe und es ist auch einiges los. Also das muss man auch sozusagen erstmal auch verarbeiten. Deswegen versucht euch nicht durcheinander wirbeln zu lassen, sondern versucht in eurer Mitte zu ruhen und auch nicht allzu schnelle gravierende Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gar nicht zu eurem Charakter passen. Okay, also die neue Botschaft ist, konzentriere dich auf eine Sache. Und diese eine Sache sollte etwas sein, die dir Leichtigkeit bringt. Denn das ist genau das, was du gerade brauchst, um dich nicht, wie gesagt, von diesen ganzen intensiven Energien in die Tiefe und in die Schwere und vielleicht auch in die Trägheit ziehen zu lassen. Einen nehmen wir noch mit. Thank you.
Okay. Diesen letzten Klang, diese letzte Frequenz, die ich gerade erhalten habe, die hat mir ein Symbol gegeben. Und zwar quasi dieses Symbol. Also es ist wie so eine Art Diamant, der kam. Und dieser Diamant hat mir vor allen Dingen eben dieses Gefühl gegeben, dass wir uns zum einen weiten und uns sozusagen für dieses Leben öffnen. Ja, also du kannst es auf dein Herz beziehen, die Frauen können das aber auch auf ihren Intimbereich beziehen, da auch Frauen sich sozusagen öffnen fürs Leben, um Dinge zu empfangen. Und gleichzeitig ist es aber auch diese Verbindung, da öffnet sich ja was, also hier ist was und dort. Und das ist das, was ich immer wieder auch als Alignment bezeichne, dass von oben was durchfließt und sich durch unten sozusagen in den Boden verwurzelt. Du darfst dies gerne für dich so interpretieren, wie das für dich stimmig ist. Und wir wollen als nächstes in die Karten gucken. Wir sind ganz klassisch wieder beim Frequenzdeck und schauen mal, was für das Kollektiv wichtig ist für diesen Monat Mai. Okay, die erste Karte ist Moving Beyond. Okay, da sind mehrere Karten gesprungen. Transzendenz habe ich gesehen und da war vorher aber noch eine. Passend zu dem, was ich gerade gesagt habe. Open to life. Okay, dann wollen wir nochmal bekommen. Schauen. Erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, dass ich von diesen Spiralen verfolgt werde? Diese Spirale, ich möchte da noch kurz drauf eingehen. Wenn du dir vorstellst, dass du wie so ein Samen bist, so ein Trieb sozusagen, der anfangs aufkeimt und diese Pflanze, ja, die wächst und gedeiht ein wenig in dieser Spirale und expandiert immer mehr. Ja, also auch wie diese hier, wendet sich sozusagen in alle Richtungen und expandiert mit der Blüte. Und so expandieren wir auch mit unseren Wurzeln. Ja, ihr könnt das vielleicht nicht so sehen, weil die Wurzeln so fein sind, aber diese Blume hat ganz, ganz feine Wurzeln und die suchen sozusagen nach dem Kontakt zur Erde, um sich sozusagen besseren Halt zu schaffen, sich besser zu verwurzeln, aber auch um die Aufnahme von Wasser sozusagen und den Nährstoffen zu erhöhen. Und ich finde es sehr, sehr schön hier abgebildet. Um diese Spirale ist so eine Art Stern und um diesen Stern ist wie so ein Schutzkreis. Ja, also stell dir vor, also ich muss da ein bisschen an meinen Energiekörper denken. Also wir haben einmal den Energiekörper 1, der so ein bisschen enger gefasst ist um unseren Körper herum. Und dann haben wir einen weiteren Energiekörper. Und wir können das fördern, dass sich dieser zweite Energiekörper, der feinstoffliche Körper, der sich noch mehr weitet, dass wir noch kraftvoller werden, dass wir noch wirkungsvoller werden, dass Menschen uns auch sozusagen aus der Entfernung schon wahrnehmen können. Und wie kannst du das machen? Ich möchte dir direkt eine kleine Übung mitgeben. Und zwar nimmst du deine Hand und versuchst die so, ich sag mal, transparent und durchlässig wie möglich zu lassen. Und du versuchst mal auf Höhe deines Herzens in deinen Energiekörper reinzufühlen. Das erfordert ein wenig Geduld. Manchmal muss man auch ein bisschen fühlen, ob es vielleicht ein bisschen tiefer ist oder ein bisschen höher, ein bisschen weiter weg oder näher ran. Und es ist da, wo so eine Art Magnetismus vorhanden ist, aber auch
Vielleicht nimmst du ein Kribbeln wahr, vielleicht nimmst du ein Pochen wahr. Und je mehr du dich darin trainierst, diese Energien wahrzunehmen, ja, desto mehr nährst du auch deinen eigenen Energiekörper und desto mehr kannst du sozusagen auch durch das immer wieder reinfühlen, deinen feinstofflichen Energiekörper sozusagen, ich sag mal, im Reinen halten, dass du durch den Kontakt immer wieder auch deinen Energiekörper klärst. Und das hilft uns, offen dem Leben gegenüber zu sein. Es ist auch wieder schön zu sehen, dass wir ganz viele Synchronizitäten in den Karten haben. Wir haben die 37, die 43 und die 75. Das heißt, es doppeln sich die 7, die Vision und auch die 3, der Ausdruck. Und ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ich hier diese Karte Open to Life sehe, dann ist das hier für mich so eine dicke Mama. Ja, die hat hier ihre Oberschenkel, die Arme geöffnet. Ja, hier ist der Kopf zu sehen und auch hier wieder wie so ein Heiligenschein. Und wenn wir uns sozusagen so mit offenen Armen und auch offenen Beinen, also ich will mich jetzt nicht hier so breitbeinig hinsetzen, aber verstehst, was ich meine, wenn du so wie wir Frauen auch gebären, so das Leben empfangen, uns dem Leben gegenüber öffnen, so kann auch eine Blume daraus wachsen. Hier ist auch so eine Blüte zu finden. Also ich finde es immer wieder schön, wenn das Reading ganz schlüssig ist. Und die letzte Karte, die wir haben, das ist die Transzendenz. Eine meiner Lieblingskarten, weil ich da auch immer wieder daran denke, dass wir sozusagen vom Kollektiv her gesehen an einen Punkt gekommen sind, wo wir unsere dreidimensionale Welt sozusagen, ich will nicht sagen verlassen, aber ich sag mal überwinden, weil wir zwar in dieser dreidimensionalen Welt sind, aber wie, ich weiß nicht, ob du den Film Interstellar gesehen hast, zeitgleich auch sozusagen auf einer anderen Dimension sein können, sei es auf der vierten oder auf der fünften Dimension und auf dieser anderen Dimension wir uns auch öffnen für weitere Möglichkeiten, beispielsweise die Möglichkeit, nicht nur im Jetzt zu sein, sondern dass wir uns auch zeitlich lösen können. Und sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft reisen können. Dass wir beispielsweise eine Astralprojektion erfahren, die nämlich losgelöst ist von der dreidimensionalen Welt, weil du bei der Astralprojektion sozusagen deinen Körper verlässt und dein Körper erstmal für sich im Hier und Jetzt bleibt, während du aber eben in diesen anderen Dimensionen auch reisen kannst. Genau. Und eines, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass, wie gesagt, mit dem, was ich vorhin mit den Frequenzen, mit der Klangschale auch bereits gesagt habe, dass wir uns vielleicht auch nicht ablenken lassen von dem, was da gerade so in dieser dreidimensionalen Welt uns irgendwie so beutelt, sondern dass wir in der Leichtigkeit bleiben. Denn die dreidimensionale Welt, da ist auch die Erdanziehung sozusagen sehr, sehr stark. Ja? Wir spüren das Gewicht unseres Körpers, wir spüren diese Schwere. Und sobald wir uns in die anderen Dimensionen begeben, spüren wir eine Schwerelosigkeit, ja? Eine Loslösung von dem Körper. Und was sozusagen darüber hinaus ist und auch was über unseren Körper hinaus existiert. Ich hoffe, dieses Reading hat mit dir resoniert und ich bin mal gespannt, wie ihr das gerade empfindet, auch die aktuelle Zeit. Es ist gerade, die erste Maiwoche ist rum
Und ich fand es ganz schön heftig, sagen wir es mal so milde gesagt. Also energiemäßig finde ich es schon ganz schön viel in der Luft. Und ja, wenn du das auch so empfindest, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ich würde sagen, stay tuned and see you soon.